Wir sind wieder zurück beim Let's Play von Secret 1 Underworld. Und ja, ich habe hier gerade übrigens was übelst Cooles gesehen. Das Ankaria-Zeichen. So, wollen wir jetzt aber uns nicht interessieren. Wir möchten jetzt mal hier eine Quest annehmen. Von Snarf Latterarts. Bringt mir 10 Nuck-Nuck-Gebeine und 5 Schädelreißerherzen. Oh mein Gott. Ho, ihr habt mich entdeckt. Ihr seid kein Nuck-Nuck. So viel erkenne ich. Aber seid ihr friedlich? Gut, ich bin ein Zauberkundiger der Deratianer und erforsche die Nuknuk-Gebiete. Doch diese garstigen Mumien sind überall. Könnte ich einen Lokalisierungszauber wirken, müsste ich mich selbst in Gefahr begeben. Doch dafür benötige ich 10 Nuknuk-Gebeine und 5 Schädelreißerherzen. Bringt er sie mir? Natürlich. Soll die Luft nach Pulver riechen? Natürlich. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst, wir sollen bis da hochwandern? Nee, warte mal. Haben wir hier nicht noch irgendwo eine andere Quest? Also das ist zu viel zum Guten, ne? Aber ich kann doch jetzt hier nicht 100 Kilometer laufen, nur um eine Quest anzunehmen. Nur zumindest zu beenden. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich werde diese Quest ablehnen. Haben wir denn hier noch irgendwo eine? Aber sonst haben wir keine. Nee, aber oh Leute, sorry. Aber da gehen wir lieber jetzt erstmal in die Höhle. Vielleicht kommen wir doch irgendwie mal zufälligerweise doch nochmal dahin. Aber ich kann jetzt keine 100 Stunden oder 100 Folgen hier laufen, bis wir da mal angekommen sind. Ich meine, das werden wir in einer Folge schaffen. Obwohl, naja. Vielleicht ist ja auch die Quest, dass wir dann 100 grüne Gegenstände auf einmal bekommen. Ich bezweifle es. So, haben wir denn hier sonst noch irgendwas? Sonst gar nichts, Leute. Sag mal. Ah, das sind Portalsteine. Ich vergaß. Ich war ja schon so lange nicht mal in Underworld gewesen. So lange ist es her. Na gut. Oh, warum macht er immer die Quest aus? Die? Wahrscheinlich, weil ich Zahlen tippe. Wenn ich mich die 9 tippe, tut er wahrscheinlich dann immer umwechseln. Und die 9 ist ja immer die Taste, die ich benutze zum Aufnahmen. Wahrscheinlich muss ich das mal wieder auf Nummernblock Plus einstellen. Dass er mir ja nicht immer die Fertigkeit umwechselt. So. So. Aber schön, dass wenigstens unser Partner auch was davon abhat. Ja, ansonsten, jetzt sind hier auch noch solche Grüntiere. So. Heißelner Helm der Geschichte. Ja. Wenn wir sonst nichts bekommen. Verzeihung, und Wasserform. Hier kommen wir gar nicht hin. Ja, wir können hier hochlaufen, aber das dauert ewig. Wir gehen da lang. Es tut mir leid, Leute. Wenn wir überhaupt hier lang kommen. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir etwa hier... Ich habe keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Das scheint mir eher so, dass wir über die Brücke sowieso müssen. Oh, ist nicht euer Ernst. Komm, dann nehmen wir mal einen blauen Trank. So, kommt gleich wieder mit. So. Ja, ist gut. So, was haben wir hier? Handschuhe der Macht. Spaltende Handschuhe der Macht. Okay, das sind, schon Waffen, aber keine guten, denke ich mal. So, hier haben wir neue Tiere. Das sind so schöne Dämonentiere. Stachelalb. Sehr schöne Tiere. Und hier sind irgendwelche Rutuks, wie auch immer die Viecher heißen. So.
Und so. Und den mache ich jetzt mal per Hand kaputt. Das nehme ich mit. Und die Tränke brauchen wir auch nicht. Ich habe hier noch nie einen Trank, glaube ich, benutzt. So. Sind wir eigentlich schon auf der richtigen Fährte? Ja. Scheint so. So, wir brauchen mal wieder ein paar blaue Tränke. So, Schwingen der Zauberkunde. Ja, wir haben keine Seraphine. So. Und hier haben wir noch einen Champion. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Flammenwerfer. Mensch, da brauchen wir ja gar keinen Skill. Oder zumindest tauschen. So, sind wir hier auf der richtigen Fährte? Ich hoffe mal schon. So, wir überspringen jetzt mal die ganzen Tiere. Und hier. Gib mir her. Das ist aber nicht für uns. Leider. Na, wo haben wir's? Das ist mit Stangen- oder Schwertkunde. Schade eigentlich. Wir heben trotzdem mal auf. Vielleicht kann ich ihn irgendwie mal mit dem Charakter tauschen. Da war immer die Frage gewesen, wie man das hermacht, dass man Gegenstände zu einem anderen Gegenstand, also zu einem anderen Charakter bringt. Da kann ich das gleich mal mit einem Infovideo in Verbindung bringen. Und euch das mal zeigen, wie das funktioniert. Ist gar nicht so schwer. Man muss einfach nur seinen eigenen Server hosten. Und dann geht das schon. Werde ich mir mal Zeit nehmen und das mal machen für euch. Ich werde euch mal zeigen, wie man Gegenstände von einem Charakter zum anderen bringt. Ist gar nicht so schwer, wie gesagt. So, wir sind hier irgendwie in der übelsten Höhle gelangt. Als zumindest hier kommen wir gar nicht weiter. Oder ist da unten der Weg? Hier kann man sich aber schnell verlaufen. Trank des Miner. Ja, damit. Kommen wir hier... Was machst du denn da? So. Jetzt musst du ja auch noch Tränke geben. Pass mal ein bisschen auf, bitte. Ich weiß mir nicht, wenn du stirbst, ob du dann bleibst. Oder ob du dann weg bist. So, das gleiche machen wir hier mal noch. Arnons durstiger Reif. Jetzt kommt das nächste Grüne hier. War auch wieder was, was wir nicht verwenden können. Ach. Alles Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Jetzt kommen hier die grünen Gegenstände und wir können sie nicht nutzen. Das ist auch lieb. Sehr lieb. Hallo, ihr ganzen Gegner hier. Kommt alle her, kommt alle her. Da lohnt sich ein Trank. Da lohnt sich doch ein Trank. So, gib mir mal das hier her und den Helm. Was hast du denn? Amon Chief hat verweilt und lauscht die Geschichte eines doppelten Narren zu meiner nahen Berufe. Ach komm, wir nehmen es einfach an. Mensch, was soll der Geiz? So. Ernsthaft? Du hast getroffen. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Guck mal, hab Gegner putt gemacht. Ja. Gardaguk, wie auch immer du heißt, du bist wirklich Wahnsinn. Kannst du bitte aber mal herkommen? Und dich hier mal bitte nicht mit so einem Gegner aufhalten, weil... Nein. Ich... Ja. Ach, wir müssen hier oben lang. Lasst mich mal außen vor. Ich möchte bitte hier lang. Ja, wie gesagt, wenn ihr die Quests, wenn ihr sie lesen wollt, dann müsst ihr mal bitte Pause machen. Einfach euch mal durchlesen, weil das war mir jetzt zu lang. Es tut mir leid. So. Hallo, was auch immer wir hier machen müssen.
Was sehen meine müden Augen? Mein, ach, verfluchter, ohne Kopf ist das Leben auch nicht mehr das, was es mal war. Nicht einmal Leben ist es noch, aber sei drum. Hast du endlich Hilfe gefunden, Sauertour, ein Schreiter für unsere Sache? Ja, für was für eine Sache? Ich hätte es mir vielleicht doch lesen sollen. So, wir sollen aber hier hoch. Und ich hoffe mal, wir kommen da jetzt mit diesem Weg hier auch hoch. Oh, jetzt haben wir so ein Skelett hier hinten dran. Jetzt haben wir doch jemanden mit uns genommen. Oh, jetzt bin ich aus der... Ah, nein, es tut mir leid. Ich hoffe, jetzt hat er nicht noch zwei Aufnahmen gemacht. So, jetzt sollte es hier funktionieren. Ich vermute mal ganz stark, dass er jetzt zwei Aufnahmen gemacht hat. Naja, ist nicht schlimm. Ich bin aus dem Monitor rausgekommen. Es tut mir leid. So, aber es geht weiter. Und er nimmt fleißig weiter auf. Das ist schon mal gut. So, wie kommen wir jetzt dahin? Hier sind natürlich wieder schön Tiere. So, einen Magierstab brauchen wir gar nicht. Kannst du mal aufhören, mich hier so voll zu preschen? Ja, ja, ist gut. Den beachte ich einfach mal nicht. So, Tränke brauchen wir eigentlich nicht. Außer die versuchen dann immer zumindest... werden dann immer kurz vorm Sterben sein. Hier ist noch einer. Wahrscheinlich müssen wir den auch noch mit einsammeln. So, komm mal hier noch bitte. So, mitnehmen. Zwergenstall, naja. Sauber, du immer noch genauso unscheinbar wie damals und du scheinst immer noch genauso kopflos zu sein. Und dann wird drei zusammen sind, ihr habt von unseren Bären berichtet oder Sabato, sagt bitte, dass ihr ihn nicht im Unklaren gelassen habt. Still, ihr beiden, ihr schmerzt mich am Amonshin. Ach, keine Ahnung. Wir müssen irgendwie einen Bären finden und müssen hier komplett runter. So, wir sind wieder ein Level up, das ist wenigstens schon mal was Gutes. So, einmal bitte Waffenkunde, einmal das und dann nehmen wir heute mal die Axtkampf, hier nehmen wir die Parade noch mit dazu. Und die physische Regeneration. So, wie sieht's aus? 4,9. Schöne Zeit. So, wie sollen wir jetzt dorthin kommen? Vor allem, warum? Jetzt müssen wir hier den ganzen Weg nochmal zurück. Hätten wir nur nicht die Quest angenommen. Jetzt haben wir hier so einen Haufen Tiere hin und her laufen. Und ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Tieren machen soll. So. Ja, Schleimwurf von mir aus verfolgt mich. So, so, so. So, alles tot. Fast alles. Ach, da müssen wir hin. Okay. Dann mal hier bitte nochmal alle Gegner besiegen. Dass wir hier freie Bahn haben. Und was greift das schon wieder an? Gar nichts. Da oben hat gerade irgendjemand was angegriffen. So. Okay, hier sind wieder einige Gegner. Müssen wir bei dem Bären da besiegen? Wenn ja, warum? Weil er sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Er sieht zwar mystisch aus, aber nicht gefährlich. So, was sagst du uns?
Ganz ruhig, Jojo, mach dir keine Sorgen mehr um dein Leben. Gut gemacht, Amonshin. Bring uns jetzt zum Markt von Karaya. Okay, jetzt haben wir auch noch einen Bären. Und wie kommen wir jetzt auf den Markt? Wahrscheinlich die ganze Strecke hier zurücklaufen. So. Oh, ein Trank des Mentors. Dankeschön, meiner. So, hier nochmal. Kommen wir hier auch wieder auf den Markt? Ja, anscheinend, aber nur mit einem totalen Umweg. Trank des Mentor, den kannst du mir geben. Ach ja, was will ich alles tun hier? So. Hier haben wir noch ein Amulett, das nehmen wir mal mit. Ich würde gern was Gelbes haben wollen, aber man kann nicht alles haben. Und hier oben haben wir schon wieder eine Gegnerparade. Ja gut, so viele sind es diesmal nicht. Weg mit euch. Wo kommen wir denn hier wieder rein? Könnt ihr mich bitte wieder in euren Tempel lassen? Ja, komm bitte, bitte. So. So, komme ich jetzt hier? Nein, wir sind hier voll. Wo kommen wir denn wieder hier rein? Das nervt mich gerade ein wenig. Okay, dann nochmal alles zurück. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und hier sind schon wieder fleißig Gegner gespawnt oder wir haben sie vergessen. So, haben wir irgendwas fallen gelassen? Ja, ein bisschen Gold, das können wir mal liegen lassen, weil wir haben so viel Gold. Das ist fast eine Million. Ja, fast eine Million. 728.000 oder so. Das ist eine Menge. Da haben wir fast eine Million zusammen. Mit Level 40 ungefähr eine gute Zahl. So, nein, das war die falsche Richtung. Du kannst eigentlich auch die Gegner mal hier so lassen. So, irgendwie müssen wir ja wieder hier hochkommen. Ich glaube, wir waren schon richtig. Ich glaube, wir waren schon richtig. So, komm nochmal. Den nimmst du mal mit, falls wir doch mal eine schöne Waffe finden, dass wir gleich ein paar Ringe haben. Ah, immer noch mehr Gegner. Zum Glück steigert das dann immer mehr fast, also zum Beispiel fast ein Level-Abkommen. Also wir schaffen es ja jetzt fast wirklich in jeder Folge wieder ein Level ab und das ist schon mal gut, also von daher lohnt es sich. Ich glaube, wir haben auch mehr Level als Folgen und das ist schon gut, sage ich mal. Das ist echt gut. Liegt auch daran, weil die ersten Folgen eine Stunde gingen. Ich weiß nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Als ob sich jemand eine Stunde das antut. Zumindest wusste ich auch nicht, dass es so gut ankommt. Von daher, also wenn es wirklich gut ankommt, lohnt sich dann auch wirklich dann immer regelmäßig Folgen hochzuladen. Dafür aber, ich sag mal, in einer bestimmten Zeit, so 20 bis 25 Minuten. So, ach, ihr seid... Okay. Unser Dank gilt euch, Amonshin. Übrig, erübigt ein einzelnes Goldstück für uns und wird finden Frieden nehmen, da bla bla bla. Okay, wir haben ihm ein Goldstück gegeben. Er hat uns zwar eine Menge an Expert gegeben, eine richtige Menge an Expert. Aber das war's auch schon. Na super, und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Also ihr hättet mir echt mal einen grünen Gegenstand geben können, aber naja.
Wollen wir mal nicht meckern. Ja, das tut er. So, jetzt gehen wir wieder weiter. Hier sind wieder diese Gottesanbeter oder was auch immer das sind. Blutschrecke. So. Ach, wir müssen ja hier oben lang. So. Ach, Underworld ist schon schön. Wir sind irgendwie langsamer geworden. Ich kann euch aber auch gar nicht sagen, warum wir langsamer geworden sind. Wir hatten bestimmt in irgendeinem Gegenstand was drinne gehabt, was uns schneller macht. Und das haben wir weggelegt. Kannst du bitte mal aufhören, hier die Käfer zu besiegen? Ich kann mich nicht immer um dich kümmern. So, gelungener Magiestab. Der ist übrigens schön. Der gefällt mir sogar richtig. Hallo, lasst mich mal hier durch. Ja, so muss das sein. Erhabene Schuhe des Magiers. Ja, warum nicht? So, ihr könnt mal wieder fleißig alle herkommen. Trank des Mentors nehme ich mit. Dankeschön. So, wir überziehen gerade ein wenig die Folge. Also zumindest kommen langsam zum Ende. Deswegen sollte ich mir langsam mal einen Ort suchen, wo wir uns dann niederlassen. So. Wir können... Schaffen wir das noch bis dahinter? Ich glaube nicht. Da wird es dann diesmal wirklich eine überziehende Folge. Und ich wollte eigentlich auch nicht mehr als 5 Folgen aufnehmen am Stück. Aber wenn ich dies tue, habe ich dann erstmal wieder Folgen in petto. So. Auf in den Kampf! Wie machen wir es denn? Ich würde sagen, wir nehmen dann nochmal an. Also ich würde jetzt irgendwo mal schnell einen Aufnahmestopp machen und wir machen dann einfach nochmal eine neue Folge. Noch eine Folge. So, gut, dann nehmen wir das hier gleich als Punkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denkt dran, meine E-Mail-Adresse ein bisschen voll zu packen mit euren Sachen, Fragen und sonstiges. Ihr wisst ja schon, was ihr da reinpacken könnt. Charakter, Spielevorschläge, sonstige Sachen. Ihr könnt auch einen Charakter reinpacken, wo ich den einfach mal vorstelle für euch. Lasst euch da freien Lauf, was ihr da reinschreiben möchtet, was ihr für E-Mails zukommen lassen wollt mir. Ich bin überrascht, zumindest werde überrascht sein, wenn dann mal E-Mails drin sind. Einige sind ja auch schon da, aber ich würde mich freuen, wenn dann noch ein paar mehr kommen. So, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Let's Play wieder. Wir sehen uns auch gleich in der nächsten Folge wieder, weil ich jetzt noch eine aufnehmen werde. Und bis dahin sage ich euch viel Spaß beim Let's Play und tschüssi!